together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir haben diese Woche eine Spezial-Spezial-Ausgabe und zwar wieder eine kurze, knackige Folge, eine kurze, knackige Episode vorbereitet. Und um was es in dieser Folge gehen wird, erklärt jetzt kurz die Brenda. Ja, also es ist eigentlich die Ankündigung eines Endes. Und das ging jetzt total dramatisch. Ja, das Ende ist, dass wir gesagt haben, es ist jetzt an der Zeit, wieder auch für uns im Podcast wieder normale Folgen aufzunehmen und Corona Corona sein lassen. Ich meine, ich glaube, dass es zwar immer in unserem Leben sein wird oder die nächste Zeit, aber vielleicht ist es auch eine gute Sache, sich ein bisschen zu emanzipieren davon. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schließen jetzt die Serie Gemeinsam statt einsam ab. Und haben es begonnen mit wir zwei reden, wie es uns gerade geht. Und das haben wir ein bisschen vorbereitet, wie das Ende ist. Okay. Wenn ich singen könnte, würde ich jetzt ein Lied singen, aber ich tue es nicht. Das wollen wir, will niemand, von keinem von uns. Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben angefangen mit wie geht es uns zu Beginn der Corona-Krise. Es macht, finde ich, viel Sinn, wenn wir jetzt fragen, wie geht es uns zum Ende der Corona-Krise? Was haben wir gelernt? Worauf freuen wir uns? Was geht? Nee, ist schon das Ende? Der Corona-Krise? Nein, der Corona-Krise nicht, aber der gemeinsamen Stadt einsam, meine ich. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es total weird, dass man jetzt irgendwie wieder so tun soll, als wäre nichts. Ja. So pseudomäßig tun soll, als wäre nichts. Ja, ich würde gerne wieder so tun, als wäre nichts. Das heißt, würde man keine Masken aufsetzen müssen, sondern als würde man ganz normal in die Arbeit fahren in der Früh und am Nachmittag wieder zurückkommen und dann vielleicht noch auf ein Bier gehen oder auf einen Spritzer oder sonst irgendwas. Aber so normal wird es nicht werden. Aber ich sehne mich schon ein bisschen nach der wirklichen Normalität, muss ich sagen. Das stimmt. Und Fun Fact, wir wollten heute die heutige Folge eigentlich aufnehmen, wieder face-to-face, die Christiane und ich, weil wir haben uns seit Beginn der Corona-Krise eigentlich nicht gesehen. Das stimmt. Das ist irgendwie total freaky. Und es ist Freitag und es regnet den ganzen Tag und hat 10 Grad. Das hat uns einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Deswegen nehmen wir wieder über Zoom auf, was aber jetzt ganz gut funktioniert. Das ist nicht ganz froh. Also ich muss sagen, mich nervt dieser Corona-Wahnsinn schon. Und was mich am meisten nervt, ist diese Diskussionen, wer hat jetzt irgendwie bei was recht und wer hat, also es nervt irgendwie. Ich finde, ich sehne mich ein bisschen mehr nach Fakten. Ja, erstmal nach Fakten und nach klaren Ansagen, weil dieses, wir werden uns das anschauen, wann das eventuell möglich ist, dass wir vielleicht was ändern. Das ist so, ich meine, unpräziser geht es überhaupt nicht. Ich verwende in meinem normalen Sprachgebrauch sehr viele Konjunktive, aber ich meine, das ist ja wohl das Letzte. Bist du auch Wienerin? Ja, aber das macht man nicht. Also man, zumindest von Politikerinnen und Politikern erwarte ich mir, dass sie klare Ansagen machen. Und wenn es nur mehr 100 Kranke gibt, dann dürft ihr die Masken abnehmen, wenn ihr einkaufen geht. Aber man weiß einfach gar nichts. Also wir könnten genauso gut Silvester mit Masken feiern und niemand wüsste es. Es ist ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was ich auch mitnehme, ist ein bisschen, dass man nie vergessen darf, dass auch wenn viele Sachen und viele Pressekonferenzen sehr nett gemacht sind und sehr, sehr positiv stimmen sind, aber im Grunde sind es doch auch Politikerinnen und Politiker, die gewählt werden wollen. Mhm. Und da fehlt mir ein bisschen, das fehlt mir wirklich, wie du sagst, auch eine klare Ansage. Und wenn ich mir anschaue in unserem Umfeld, allein in dem Umfeld, das wir kennen, wie viele Leute direkt persönlich betroffen sind davon, wie viele Leute ihre Lokale zusperren müssen, vielleicht zusperren müssen, Leute, die den Job verloren haben, Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich irgendwie, und ich kriege dann einen großen Grant eigentlich schon. Vor allem sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, die gewählt werden möchten. Sicher wollen sie das irgendwann, aber sie sind auch gewählt worden. Und es war am Anfang nicht auch vollkommen legitim zu sagen, das ist ja auch von der Opposition unterstützt worden, das ist jetzt ein ziemlich harter Kurs, den wir fahren, aber es muss nun mal so sein und es hat eh was geholfen. Das sagt ja auch keiner, das bestreitet auch keiner, dass es am Anfang wirklich gescheit war, was sie gemacht haben. Und ja, aber es braucht ein Enddatum und dieses Enddatum ist irgendwie noch nicht so klar kommuniziert, wie es vielleicht sein sollte. Ich muss sagen, in der Slowakei finde ich kommuniziert ist es ja besser, weil sie sagen, da ist jetzt ein 4-Wochen-Plan, jede Woche passiert das und wir stoppen mit den Schritten, falls die Anzahl der Kranken die Zahl X übersteigt. Mhm. Und ich finde, das ist total nachvollziehbar, da kann man sich danach richten. Aber
Ich meine, wir haben ja in unserer gemeinsamen Stadt Einsam-Folge ganz verschiedene Leute gehabt. Und wir haben Leute aus dem Ausland gehabt, wo es definitiv schwierig ist, wenn man sich anschaut, Großbritannien tatsächlich nicht wissen, wie sie tun. Und das Schlimme ist zum Beispiel, ein gemeinsamer Freund von uns, Ian, der hat eine Nachbarin, die ist Rettungsfahrerin. Und sie ist Sanitäterin und der Rettungsfahrer von ihrem Fahrzeug, der ist an Corona gestorben diese Woche. Und das sind schon Fälle, die wir bei uns Gott sei Dank nicht hören. Und da dürfen wir uns schon sehr glücklich schätzen. Und ich glaube, das war das Tolle auch in unserer Folge, irgendwie die Augen aufzumachen, dass es eine Welt da draußen gibt, denen es vielleicht noch schlechter geht als uns. Aber, und das ist das, glaube ich, was mich so stört, dass die Leute, die es wirklich persönlich getroffen hat, die Krise nämlich in ihrer Existenz, dass die irgendwie wegignoriert werden. Ich glaube, das ist das, was ich mir irgendwie für die Zukunft wünsche, dass man da einen ehrlicheren Kurs fährt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also nämlich wurscht, in welchen Bereichen. Also wir haben ja eh auch bei uns relativ viele gehabt. Wir haben eben die Katharina als Lehrerin, wir hatten den Matthias als Vertreter der Musikbranche, Kunst-Kulturbranche, vorangehst Gastronomie. Also wir haben da eh wirklich viele gehabt. Das sind aber alles, es sind immer noch alles drei Branchen, oder Branchen, jetzt Schule ist keine Branche, aber... Bereiche, die immer noch nicht ganz wissen, wie es jetzt weitergeht. Und für die ist irgendwie trotzdem, obwohl jetzt alles wieder propagiert wird in Richtung, wir gehen wieder zurück in die Normalität, immer noch super unsicher ist, was jetzt genau passiert als nächstes. Oder die immer noch darauf warten, dass sie irgendein Geld bekommen aus irgendwelchen Hilfsfonds, die es eventuell gibt oder auch nicht. Und braucht es halt eigentlich nicht. Also da könnte man auch... Das ist der Punkt, dass ich glaube, man darf jetzt nicht vergessen, die Leute, die Corona-Auszeit oder Corona-Krise nicht nur persönlich getroffen haben, in dem Fall, dass sie zu Hause bleiben haben müssen oder wollten oder wie auch immer, sondern die jetzt in keine Normalität mehr zurückkommen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft zeigen, dass wir zusammenhalten können, nämlich auch für die Leute. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir eine schöne Überleitung zur nächsten Frage zu machen, wenn wir eines aus dieser Corona-Krise gelernt haben, ist, dass erstens einmal Sachen viel schneller funktionieren, wenn sie auf einmal funktionieren müssen, und dass Menschen wirklich sehr gut zusammenarbeiten, zusammenhelfen können, wenn es darauf ankommt. Ich finde, das ist eines der wichtigsten und eines der schönsten Sachen, die man mitnehmen kann, wenn man irgendwelche Silberstreifen sehen will in dieser gesamten Krise. Ja, stimmt dir total zu. Und da muss ich auch was sagen, was die Frau Ranges irgendwie gesagt hat, dass diese Krisen, es mag jetzt die Corona-Krise sein und davor die Flüchtlingskrise 2015, gezeigt haben, dass die Zivilgesellschaft, wenn sie muss, kann. Ja. Und oft besser, als die Politik kann oder die Regierung kann. Und ich glaube, ich möchte mich nicht verlassen drauf, weil ich glaube, das kann man sich nicht, aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es doch noch Menschen gibt, denen es wichtig ist, wie es anderen Menschen geht. Ja, das glaube ich auch. Was hast du für dich persönlich gelernt aus der Krise? Boah, total viel. Also, das ist schwer eigentlich. Was ich gelernt habe, ist, glaube ich, dass es total wichtig ist, mit Menschen Kontakt zu halten. Und ich glaube, dass diese Gewohnheit, dass man Leute einfach beim Bier treffen kann, wenn man will, dass total gut ist und wichtig ist, auf andere aktiv zuzugehen und sagen, mich würde es freuen, wenn wir miteinander reden könnten oder so und da Kontakt halten, auch wenn man sich nicht sehen kann. Das ist ganz wichtig. Und was ich auch gelernt habe, wir haben am Anfang der Krise irgendwie so Scherze gemacht, so naja, dann schaue ich halt Netflix durch und bin zu Hause und alles ist lässig und mache halt alle Dinge die zu Hause, die ich jetzt schon mir immer vorgenommen habe. Ja, wir kommen ohne Menschen nicht aus. Und ich glaube, also wie sehr Menschen fehlen können, das ist das eine. Und das andere, glaube ich, was ich gelernt habe, ist, meine privilegierte Situation zu schätzen. Die Zeit für mich zu Hause zu haben, irgendwie nicht sich Sorgen machen müssen um Kinder oder Jobs oder was auch immer. Ich meine, sicher, ich mache mir auch immer Sorgen um meine Unternehmen, aber im Grunde ist es leichter als für eine Lokalbesitzerin oder jemanden, der einen Job verloren hat. Und ich glaube, mein Privileg, das ich momentan habe, ist mir schon sehr bewusst geworden. Ja, voll. Also ich bin mir auch meiner Privilegien sehr, sehr bewusst geworden, muss ich sagen, in dieser Krise. Ich habe eine Wohnung für mich, wo ich tun und lassen kann, was ich will, wann ich will, wo ich will. Das ist ziemlich wurscht, das interessiert niemanden. Ich kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich es will, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, ins Homeoffice zu gehen. Das ist gleichzeitig ein Privileg. Andererseits habe ich aber auch gelernt, dass es auch okay ist, mal zu sagen, so nein, ich nehme jetzt nicht an einem Zoom-Meeting um 6 am Abend teil, weil ich sitze den ganzen Tag vorm
Computer und es interessiert mich nicht. Das ist natürlich was anderes, wenn man unterwegs ist und jetzt dann dieses Zoom-Meeting, das eigentlich jetzt dann um 6 am Abend wäre, irgendwie in Person in einem größeren Kreis sieht, weil es eine, keine Ahnung, Vortrag ist oder eine Vorlesung, ist es natürlich was anderes, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man das nicht macht und es ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, so, na, eigentlich zahlt es mich heute nicht und eigentlich will ich heute gegen die Wand starren und es gefällt mir mehr und das ist auch okay. Ja. Und das ist einer der großen Dinge, die ich mitnehme aus der Corona-Krise, dass es auch okay ist, wenn man sagt, so, na, und jetzt reicht's und jetzt lasst mich alle in Ruhe. Mal schauen, ob das danach auch so gut geht, aber ich denke, ich hoffe schon. So in unserem Umfeld, sagen wir so, sind jetzt Sachen, die so für eine gewisse Normalität für uns darstellen, eigentlich wieder offen und ja. Was ist das, worauf du dich am meisten freust, wieder zu machen? Also ich habe, letzte Woche war Muttertag und da habe ich dann das erste Mal seit Ewigkeiten meine Mama wieder gesehen und meine Bruder und meine Schwester und darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut und das war super nett. Jetzt freue ich mich drauf, dass mein Papa Ende Mai, Anfang Juni wieder nach Österreich kommen kann, dass ich den auch mal wieder sehe, weil den habe ich jetzt monatelang nicht gesehen. Also von vor Corona, glaube ich, war er auch länger jetzt nicht da. Also ist aber wirklich schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Auf das freue ich mich natürlich und auch nachdem jetzt, also ich meine heute nicht, aber sonst prinzipiell Wetter schön wird. Dass man irgendwie sich draußen treffen kann, spazieren gehen kann mit Freunden, ohne dass man irgendwie aufpassen muss, dass, also, dass natürlich Abstand halten, bla bla, natürlich, aber dass man, dass das halt wieder möglich ist, dass man sich mit Menschen draußen trifft, irgendwie nett plaudern kann, sich auch irgendwo hinsetzen kann. Da, ich glaube, darauf freue ich mich am meisten. Und bei dir? Ich ziemlich ähnlich, glaube ich. Also ich glaube, es ist einfach, ich meine, ich tue mir total schwer, weil natürlich freue ich mich, Leute wieder zu sehen und irgendwie wieder so wieder das irgendwie normal zu haben und nicht so über Bildschirme starren. Aber andersrum habe ich auch ein bisschen Respekt davor, weil ich mir denke, wir können das alle fein einreden, dass das wieder normal ist, aber es ist nicht normal. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mir, das mit dem kämpfe ich noch ein bisschen. Aber natürlich freue ich mich darauf, Leute zu sehen und sich nicht immer zu überlegen müssen, darf ich mich jetzt treffen und wo darf ich mich treffen und mit wie vielen Leuten darf ich mich treffen und da. Sondern ich glaube einfach, dass das wieder ein bisschen normal ist. Ich meine, ich freue mich auch wieder auf unsere normalen Aufnahmen für einen Podcast. Ja, und voll. Irgendwie nicht jeden Tag auf eine Pressekonferenz zu warten und zu sagen, was irgendwie jetzt gerade wieder für eine Geschichte ist. Ich glaube, das freue ich mich schon. Und ich freue mich auch schon wieder aufs normale Arbeiten. Das stimmt. Also aufs normale Arbeiten freue ich mich auch schon. Also ich, das ist jetzt noch nicht sehr absehbar, wann das bei mir sein wird. Aber auf das freue ich mich auch schon. Und mir ist noch was eingefallen, auf was ich mich freue, was jetzt aber noch ein bisschen in eine weitere Zukunft liegt, aufs normale, also aus Österreich hinausreisen. Yep. Auf Urlaub fahren. Und ich meine, das ist, auf das freue ich mich wirklich. Also ja ich glaube, das ist wichtig, dass das bald stattfindet. Ja, ich meine, es ist so weird, weil ich habe letztens irgendwie, habe ich die Fotos gesehen, wie wir zusammen in London waren. Und und du denkst da, das ist so weit weg. Und das ist ein halbes Jahr her. Ja, na, vor ungefähr einem, also es ist mir jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, waren wir in Kroatien. Ja. Und ein Jahr ist nicht so lang. Ja. Und ich denke, das ist eigentlich schon weird, dass wir damals dass wir es einfach so hingegeben genommen haben. So, ja, fahren wir weg für ein paar Tage, who cares? Und aber halt, das geht halt jetzt nicht mehr. Das ist so komisch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie wir in Kroatien waren. Wir waren auf einer Klausur für unseren Podcast und haben irgendwie uns überlegt, ja, all diese Sachen, die wir uns überlegen müssen, von Social Media über welche Folgen, welche Serien, da ist, was ich dir noch sagen wollte, mit der Fanny entstanden zum Beispiel. Ja, und wir waren 3 Tage weg oder 4 Tage, aber im Grunde haben wir eigentlich mit niemandem direkten Kontakt gehabt. Das stimmt. Also eigentlich, wir sind keinen Leuten näher gekommen als, ich hätte gerne einen Kaffee oder ein Bier oder ein Glas Wein oder wie auch immer, aber im Grunde wäre es auch jetzt okay so. Ja. Und es fasst den Urlaub auch sehr gut zusammen. Ich hätte gerne einen Kaffee, ein Glas Wein oder ein bisschen. Obwohl ich sagen muss, es war eine Klausur. Ja, so eine tolle Klausur, wo man um 11 am Tag, um 11 Uhr vormittags schon Sekt probiert. Ja, das macht man so. Mimosas. Entschuldigung. Ich kann heute nicht sagen, ob ich so optimistisch in die Zukunft schaue. Ich versuche es. Ja. Aber sagen wir so, es ist schon optimistischer. Ja, vorsichtig optimistisch, würde ich auch sagen. Optimistisch. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Was wünschst du dir? Ein Hunzi, oder? Was? Nicht an Corona.
Also, meinst du jetzt prinzipiell? Ja, was wünschst du dir in den nächsten Monaten? Was ich mir in den nächsten Monaten wünsche, dass wirklich alles bald wieder für alle Beteiligten und damit, also auch für Unternehmerinnen, Unternehmer, Gastronominnen, Gastronomen, Lehrerinnen, Lehrer, alle einfach, auch Polizistinnen, Polizisten, also ich glaube auch nicht, dass es die momentan so einfach haben, oder weiß ich, dass es wirklich sehr schnell, aber geordnet zurückgeht in eine gewisse Normalität, in der sich alle wiederfinden können, in der sich alle wohlfühlen, mit der alle arbeiten können und dass man nicht so schnell darauf vergisst, wie es sein kann und was für Privilegien wir eigentlich haben, wenn es geht um die persönliche Freiheit. Dass man darauf wirklich nicht vergisst und dass man sich das auch immer im Gedächtnis behält. Also ich glaube nicht, dass das, oder ich hoffe nicht, dass das irgendjemand so schnell vergessen wird, wie das ist, wenn man auf einmal nicht mehr das Haus verlassen darf. Und wenn man das Erste, was man hört, der Bundeskanzler ist. Also das muss nicht unbedingt sein. Was wünschst du dir? Was total weird ist eigentlich, was eigentlich total schräg anhört. Ich wünsche mir einfach wieder dieses in der Früh aufstehen, aus dem Haus gehen, am Nachmittag, Abend zurückkommen, einen guten Tag, also einen Arbeitstag gehabt haben, irgendwie einfach diese normalen Prozesse, die man so hat. Ja. Sich ausmachen, wann man eine Podcastaufnahme macht und dass man sich nicht überlegen muss, wo geht man hin und hat man da genug Abstand und tut man das? Habe ich das im Internet? Genau, all diese Dinge, sondern das ist einfach wieder diese Dinge, für die wir immer für normal hingenommen haben, dass die wieder normal sind. Und natürlich, was du sagst, dass wir unsere persönliche Freiheit schätzen und dass wir immer darauf pochen, dass wir sie behalten. Damit beenden wir Gemeinsam statt einsam. Ja, jetzt ist wieder jeder für sich einsam. Ab nächster Woche wieder normale Folgen bei Mit Milch und Zucker. Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Und damit wünschen wir dir eine schöne Woche. Ja. Mögen die Tage halt. Genau. Und geht's raus und trinkt ein Bier mit euren Freunden. Genau.